Jo Leute, somit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Hendrik Schuster. Und heute öffnen wir die gelbe Classic Tin der Premier League 2021 Cards von Panini. In dieser Tin sind 8 Booster, 2 Special Karten, die zufällig zugemischt wurden, eine exklusive Golden Baller Karte und die limitierte Karte von Richarlison. Und dann machen wir die Dose auf, finden hier oben auf unsere beiden Special Karten den Golden Baller und hier die 8 Booster sowie die Limited Edition Karte. Und zwar haben wir einmal das Clublogo von Leicester City und die zweite Powerkarte ist leider schon ein bisschen angeknickt und hier oben hat auch schon was mit wegbekommen. Es ist Kyle Walker als Lightning, die fehlt mir leider sogar noch und das ist jetzt ein bisschen schade, aber was willst du machen? Außerdem haben wir, wie gesagt, nämlich von Richarlison mit einem starken 96er Angriffswert. Und jetzt gucken wir uns doch die Booster an. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem Aufreißen. Als erstes haben wir Alex McCarthy von Southampton, dann Messier, der Torwart von Leeds, dann haben wir hier Sessegnon von Fulham, mittlerweile ja bei Nottingham Forest gelandet, ist ausgeliehen worden von Fulham, dann die Aston Villa Lineup, den Defensive Rock von Tobi Alderweireld und das Brighton Badge. Ich würde sagen, wir machen mit dem nächsten Päckchen weiter. Pascal Groß, wieder Misley, Michael Antonio, Declan Rice, Ashley Barnes und die Elite-Karte von Ollie Norwood. Bisher nur gute Powerkarten, also Defensive Rocks ist ja selten, Elite-Karten sind relativ schwer zu kompetieren. Fehlt nur noch, dass wir jetzt eine Gamebreaker-Karte und eine Golden Baller haben. Dann haben wir Aaron Creswell, Aaron Moy, Calvin Phillips, Hector Bellerin, Andreas Christensen und Ilkay Gündogan. Hero hatten wir in der letzten 10 auch schon zweimal, den Ilkay. Dann haben wir Podence, Kipalo, dann Zaha, Mitrovic, Jack O'Connell, wieder ein Defensive Rock, das ist eine gute Powerkarte. Und dann eine Powerkarte, die wir heute noch gar nicht hatten, mit dem Topkeeper von Rui Patricio. Im nächsten Booster finden wir Liam Cooper, Ryan Fredericks, Ayoze Perez, Sean Longstaff, Dwight McNeil, Diamond und nochmal Longstaff als Hero. Diamond heute auch noch nicht gesehen in dem Video. Freut mich, dass der hier kommt und ihr seht, selbst diese Karte ist hier oben schon leicht angeeckt. Und die kommt gerade frisch aus dem Booster. Das finde ich, darf meiner Meinung nach nicht sein. Ich habe da meinen Lieblingsspieler schon gesehen, den Harry Maguire. Und das letzte Logo ist doppelt, das kann man jetzt nicht sagen, dass das mit Absicht war. Genau, da haben wir Jakob Bonner, Maguire, Chelsea Lineup, Brian und Ward. Irgendwie nur doppelte irgendwie. Gefühlt alle Karten habe ich schon. Und hoffentlich ziehen wir hier nochmal einen Booster, was anderes. Aber wenn ich hier schon wieder reingucke und den Federico Fernandes sehe, dann weiß ich, den habe ich auch schon. Genau wie den Sigurdsson. Dale Stevens habe ich aber noch nicht und Didi auch nicht und unsere Powerkarten sind wieder eine geile Elite-Karte hier mit Paul Pogba und Luke Ayling als Hero. Und unser letzter Booster, was finden wir dort? Wieder 2 Powerkarten und wieder eine Defensive Rock, Laporte und ein Topkeeper mit Pickford. Und unsere 4 Base-Karten sind Hernandez, Vinagre, Neves und Montoya. Die habe ich sogar alle gebraucht. Ich habe bisher Rashford und den habe ich noch auf der Bäume. Und wir ziehen diesmal Tottenham Forward. Nice, den brauche ich dann garantiert noch. Und es ist Son oder Kane. Harry Kane. Nice, ist a need. Würden die Engländer sagen, brauche ich noch. Uns stehen noch 2 Tins bevor. Mit ganz viel Glück können wir da noch 4 Golden Baller-Karten ziehen. Falls wir in den Tins jeweils in den Booster noch welche haben. Und den Rest muss ich bestimmt tauschen. Hoffentlich sind zumindest in den Golden Baller Päckchen keine doppelten Golden Baller drin. Wenn es euch jetzt gefallen hat, könnt ihr gerne hier abonnieren, hier die Premier League Playlist auschecken und hier ein empfohlenes Video. Haut rein, wir sehen uns und Tschüssikowski.